So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Transport Fever, unserer Season 1. Und in der letzten Folge haben wir ziemlich viel gemacht. Da haben wir Züge upgradet, wir haben ganz viel Geld gemacht, müssen wir sagen. Wir haben 4,3 Millionen gemacht, sind richtig aus dem Minus rausgekommen. Sehen halt, ja, das läuft. Und das könnt ihr euch in der letzten Folge anschauen, was wir alles gemacht haben. In dieser Folge wollen wir mit diesem Trend fortfahren, dass wir gucken. Das können wir austauschen. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative. So, dass wir halt diese ganz unnötigen Kosten, die wir vorher hatten, beseitigen. Und damit dann halt, ja, dank Höchstgeschwindigkeiten und sowas noch ein bisschen mehr Geld machen. Das ist ja allgemein so der Sinn und Zweck. Und dazu kommt halt auch noch der Ausbau, den wir hier machen wollen. 500.000 hat der eben hier gebracht. Ausbau in dem Sinne. Das heißt, wir werden in dieser Folge uns hier so ein bisschen auf die Strecken konzentrieren, die wir hier ausbauen können, ausbauen müssen. Um dann halt zum Beispiel hier zu sagen, ja, das ist genau das. Das müssen wir noch machen. Das habe ich bislang leider noch nicht getan. Oh, wir haben gerade ein bisschen Minus wieder. Wir müssen halt den Kredit weiter zurückzahlen. Wir müssen hier die ganzen Straßen- oder Schienenanbindungen halt alle mal upgraden. So, dass wir halt hier auch auf dem allerneuesten Stand sind. Weil wir wollen ja nicht alles hier 50 mal updaten, sodass wir dann hier irgendwann mal in 30 Jahren soweit sind. Sagen können, ja, das ist jetzt endlich mal ein Stück. Leider geht es auch irgendwie nicht, dass beides gemacht wird, ne? Das ist ein bisschen nervig. Aber dann machen wir das halt hier stückchenweise. Wie ist es ja jetzt auch nicht, was wir hier machen müssen. Weil meistens sind das Gott sei Dank ja doch schon mal ein paar längere Abschnitte. Was wir gucken können, dass wir hier die Linien nochmal in Betrieb nehmen, also die Güterlinien in Betrieb nehmen, sodass wir dann halt hier auch mal wieder ein bisschen zusätzlichen Gewinn machen könnten, dürften, sollten. Wir haben kein Geld. Aber da müssen wir halt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, was wir dafür tun müssen und sowas. Geld. Was pendelten sich das gerade bei minus 200.000 ein? So. Aufrüsten. Achso, ist schon. Da fehlt doch die Schiene. Läuft. Da fehlt ein Teil der Schiene. So, das war auch nicht möglich. Wieso das denn nicht? Also da fehlt der vordere Weichenbereich, dass wir das hier upgraden können. Auch nicht schlecht. So, wir haben immer noch 1,3 Millionen gehabt. So, dann hier weitermachen. Ja, das ist alles. Das auch und das auch. Manchmal würden ein paar kleine Tools doch schon eine Änderung ausmachen, eine große Änderung. Wie zum Beispiel so ein Tool, wo du einfach fast dein komplettes Schienennetz auf einmal, ja, wir wollten hier upgraden und zack, ist das Upgrade drin. Das wäre halt schon geil, ja. Aber dann machen wir das halt hier kurz per Hand. Oder das, was man hier noch so machen kann, machen wir dann hier einmal kurz fertig. So, wir halten mal kurz an. Dann hoffentlich ruckelt das dann auch nicht mehr so stark. Es ruckelt schon so ein bisschen, weil diese ganzen Anzeigen, die er hier überarbeitet, oh, hier machen wir ein bisschen, da machen wir ein bisschen und jetzt ruckelt es hier.
Ist ein bisschen nervig. Ihr seht es jedes Mal, wenn ich über was rüber gehe, dann fupp, ist die Framerate gleich wieder im Arsch. Auch nicht möglich. Genau, Elektro war ja schon. So. Jo. Dann das, das. Den Abschnitt, das. Da haben wir doch noch zwei Schienen. Oh. Da haben wir ein ganzes Eck hier. So kann das laufen. Einfach mal so eine ganze Ecke in eins abdrehen und dann ist Ruhe hier. So, da hinten hatten wir das eh schon. Das heißt, hier haben wir einmal diesen kompletten Abschnitt jetzt auf neu getrimmt. Das heißt, Geschwindigkeiten bis 300 sind jetzt möglich. Und jetzt kommt halt hier hinten noch der blöde Teil. Da können wir halt auch so ein bisschen entgegenhelfen, dass wir hier dann auch so eine Straße nochmal drüber ziehen. Da müssen wir da gleich nachträglich nochmal drauf achten, dass wir eventuell nochmal ein bisschen was anders machen. Haben wir das, dann einmal den, dann die und dann zack, zack, zack und zack. So. Wie viel Geld haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Okay, vielleicht könnte es passen, wenn wir den letzten Abschnitt hier machen. Okay, wir haben doch noch so ein bisschen vor uns. Was ist das? Das war's, ne? Okay, wir haben hier immer noch die alten Signale, aber das ist okay. Das ist okay. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Alles passt, dann können wir hier sogar noch mal schnell zurückzahlen. Nur noch 21 Millionen Schulden und trotzdem noch gewinnen. Besser kann es nicht laufen. Oh, wir haben 1,8 Millionen knapp ausgegeben, nur für Baukosten. Ob darunter auch die Brücke noch fiel oder ob das letztes Jahr gemacht? Ich glaube, das war noch letztes Jahr, ne? So, eins hat doch noch so viele Leute. Okay. Ui, ja, eins hat ganz viele Probleme. Aber sie versuchen echt Hochgeschwindigkeit zu fahren mittlerweile. Das ist schön. So, genau, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Frage ist, rüsten wir hier noch weiter auf? Oder sagen wir erstmal, ja, wir warten mal ab. Man weiß ja nie. Normal machen die auch derzeit alle hier plus. 3 Millionen, 1 Million knapp. Hier machen so ein paar Minus. Das ist okay. So. Um die Flugzeuge nochmal abzugraden, dafür bräuchten wir halt erstmal mehr Züge, ne? Vier Millionen kostet die Lok. Ich wollte... Oh, das ist doch...
Wieso ist denn das so teuer? Ist doch übel teuer. Wieso? Das ist... Wie soll man das denn bitte tragen als Normalo? Ich kaufe erstmal die Wagen hier weiter. Der Rest lohnt sich für mich nicht. 7 Wagen hatten wir, ne? Ja, 7. So, man braucht hier nur um diese schwarzen Balken 10, die dazwischen sind. Sind da 6 Balken? Zwischen dem silbernen, zwischen haben wir 7. Haben wir Gott sei Dank. So, einen Wagen haben wir bis jetzt. Wir brauchen ein bisschen Geld. Ich will aber dafür keinen Kredit aufnehmen. Es kommt ja uns dann auch zugute. Keinen Kredit aufnehmen, neuen Zug haben. Alles perfekt. Eigentlich müsste ich das Spiel irgendwie mal ein paar Jährchen laufen lassen, um halt zu sehen, ob wir hier auch rauskommen und dass wir dann halt auf Null sind, sodass wir dann halt hier so ein bisschen ausgleichen können, ne? So, 100.000 plus, wir sind schon fast wieder am Ende des Jahres. Hallo, neue Wagen. Gleiches Minus. Ach, zweiter Wagen noch gekauft, ja. Perfekt. Ja, das heißt jetzt eh erstmal hier so ein bisschen abwarten. 1,3 minus. Ist immer noch okay. Neuer Jahresschwung. Ja, so, ah ne, 672.000 kosten die, fehlen nur noch 4 Wagen, dann haben wir das auch ganz hier wieder abgehakt. Und dann müssen wir dringend Linie 2 erneuern, das kommt ja dann auch noch dazu, irgendwann, irgendwie. So, wie viel machen die denn Gewinn, machen die immer noch so viel Gewinn? Immer noch 4 Millionen. Ja, ihr seht's hier. Oh. Oh ne, der steht falsch rum. Dann lassen wir die beide halt entgegengesetzt fahren. Das kommt dadurch, wenn hier nichts fährt. Das heißt, wir machen durch die beiden schon wieder so viel Minus, dass es unser Plus neutralisiert. Also ein bisschen ätzend ist. Weil wir hätten uns so viel Schönes kaufen können. Aber nein, Spiel meint, der braucht das nicht, der braucht das nicht, wofür auch. Alles unnötig, unnötig. Aber dafür haben wir dann die beiden Züge dann von jeweils einer unterschiedlichen Seite, ist dann auch okay. So, 200.000, 600, noch der vierte, jetzt fehlen noch 3 Wagen. Dann sind wir auch da wieder auf 119 ungefähr, dürften es sein. Dann geht das auch wieder. So. 100, 200. Nein. Es ist so ätzend, ne? Du hast, bist gerade im Plus und fupp, bist im Minus. Und du denkst dir, was ist denn jetzt passiert, bitte? Was ist denn anders zu eben? Und dann guckst du, klar, Monatswechsel, ne? Das ist halt auch übertrieben, wenn wir da überlegen, wie viel man dafür ausgeben kann. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Vor allem ist es ja nicht mehr viel, was fehlt, ne? Deswegen ist das recht ärgerlich. 1,5 minus. Wird ja auch nicht weniger, ne? Ah, der ist immer noch nicht da gewesen. Auch nicht schlecht. Ein weiteres Hoch auf den Minusbringer. Komm, schnell noch mal ein klein wenig Geld. Hätte nur noch ein Wagen gefehlt. Aber nö, es fehlen halt 2. Müssen wir einen Moment warten. Da müssen wir einen Moment warten. Ich muss sagen, aber die Musik, die ist echt
finde ich ganz angenehm, so wenn man die über längere Zeit hört. Ich nehme jetzt gerade mal wieder 3 Folgen am Stück auf. Das heißt, die Folge 24, 25 und jetzt die 26 sind an einem Stück theoretisch aufgenommen. Natürlich mit Unterbrechung. Man kriegt eigentlich nicht wirklich mit, wie schnell die Zeit vergeht. Deswegen sind mittlerweile auch die Folgen immer so lang. Mhm. Und man kriegt da halt nicht gleich so ein... schon wieder diese Mucke. Na gut, nach einer Zeit kommt das halt auch irgendwann mal, aber derzeit ist noch nicht so dieses ich hasse mein Leben Musik, sondern ja, oh, ist okay. Ach, der ist auf der Hälfte, der sollte jetzt hier Gewinn bringen. 400.000, das heißt, das ist echt krass, wie viel auch diese Anführungszeichen 2 Haltestellenlinie an Gewinn bringt, beziehungsweise halt auch Verlusten, ne? Es kann ja nicht nur Gewinn sein, was wir hier machen. Das ist ja auch ganz klar. Das ist schon echt, echt krass. Wenn man sich überlegt, die bringt zusammen fast 1 Million, nur zu zweit. Ist schon krass. Ist krass. So, komm. Geld. Bitte? Geld? Bitte? Schneller? Ja, es ist ein bisschen nervig, das stimmt. So. 7 Wagen, passt. Z1 und rauf damit. So, dann versuchen wir halt hier nochmal ein bisschen runterzukommen mit der Anzahl. Der zweite Zug sollte hier oben kommen, genau. Und auch 100% minus, also 100% nochmal drauf. Wir sollten die auch upgraden. Auch wieder gegen sowas kostengünstigeres, wie wir hier eben schon haben. Dann haben wir das auch ganz gut gemeistert. Finde ich. Klar, wir können hier überall noch Potenzial haben. Aber man muss nicht übertreiben. Wir sind mal wieder unter 100 Leute geraten. Wie ich das nur verstehe. Und 90 Leute sitzen jetzt hier und warten. Ja? Nein, ich hätte Flugzeug kaufen können, größeres. Aber 1950... Oh, wir haben eine Medaille erreicht. Wir haben den Schienenbus, wir haben einen Ruhmwagen. Wir haben 2 neue Schiffe. Ein Öltanker, ein Schienenbus und ein... Ich glaube, das ist ein normales Güterschiff. Ist schon cool. Und wir müssen aufpassen, weil langsam verschwinden unsere Flugzeuge. Also unsere alten. 1960, wir haben noch 10 Jahre. Dann verschwindet unser Flugzeug auch wieder. Klar, wir können jetzt von denen noch ein paar kaufen. Was wir auch machen könnten, einfach mal auf die neue upgraden. Generell, ne? Ich kaufe einfach mal eins von den größeren gleich. Dann probieren wir das mal aus und schauen einfach mal, ob das A die anderen überholt und B wie das überhaupt angenommen wird. Der Hangar ist ein bisschen zu klein dafür, ne? Leute, nee, das passt nicht. Obwohl, das können wir hier nochmal machen. Da stehen echt viele. Ich glaube, das ist auch schon das Maximum da so ungefähr. So. Schauen wir doch mal, dass das gute Stück hier bringt. Vielleicht müssen wir die allgemein dann ja alle mal umrüsten, aufrüsten. Wenn ich mal einen neuen Hafen bekomme, einen neuen Flughafen. Oder mittlerer Flughafen ist da. Der hat eine geteerte Piste, ne? Ja. Das ist natürlich auch schon was Schönes, ne? Kann man den hier noch so aufrüsten, dass es ein mittlerer wird? Nö. Das heißt, wir müssten den eh umbauen oder abreißen und dann neu bauen.
krass. So, aber jetzt gucken wir hier mal kurz zu. Mit 300 sollte der fliegen. 330, 360. Irgendwie sowas sollte der fliegen können. 138. Der fliegt gar nicht so schnell, wie ich dachte. Oder schafft er das nur auf der Geraden, wo er nicht steil hoch geht? Nur da, okay. Das ist wie so eine Koordinate, die gerade immer höher und immer höher und immer höher und immer höher und wird und dann irgendwann hat er seine Maximumgeschwindigkeit raus und dann ganz gemütlich. Das ist echt schon krass, wir fliegen jetzt über das Doppelte von den alten Flugzeugen, ne? Das ist echt, echt krass. Jetzt fehlt nur noch, dass wir eins überholen während des Fluges. Das wäre geil. So nach dem Motto, ich bin schneller, ich darf. Bitte lass mich. Ist da? Aber was soll jetzt erstes mal... Wie viele Erfolge haben wir denn hier noch? Erstes Schiff angekommen, das fehlt noch. Kontostand von 100 Millionen ohne Schulden. Wie haben wir denn gerade? Machen wir erstmal ohne Loop gerade. Okay, Geld machen wir. Das können wir auf jeden Fall nicht anzweifeln. Wohin will denn gerade unser Flieger? Wie dreht er denn hier jetzt eine Kurve? Was zum Teufel hat der denn hier gemacht? Okay, verstehe ich nicht. Wieso hat er da eben diesen Kreis gezogen? Ah, da unten steht noch eins. Ja, und wir so... Wow, das war, glaube ich, gerade ein bisschen hardcore schnell. Wir sollten einmal die Bahnhöfe, die Flughäfen upgraden. Das geht ja hier gar nicht. So, jetzt freue ich mich schon auf das Plus, was wir hier machen. Komm. 400.000. Hier hat er hier Minus gemacht. Oh, Gewinn bringt da auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Was sie jetzt brauchen, sind nochmal neue Trams. Zusätzlich hier, ne? Auf der 8 war das, ne? Ja. So, hier ist auch viel, viel mehr los als vorher. Fast die ganze Stadt immer noch drin. So, wir kommen den Ganzen hier schon ein bisschen näher. Frage ist, überholt der? Scheint so, ne? Und da vorne kommt das andere. Da hat er eiskalt das Flugzeug überholt. Jetzt lass ihn bitte keine Runde ziehen hier. Unnötig. Und der zieht seine Runde. Schade. Schade. So, aber hier gehen wir eindeutig runter mit den Zahlen. Das
Das ist super, wir brauchen nur mehr Straßenbahn hier wieder. Auf die 2, 1, 2, 3, auf die 3. Und dann haben wir das fertig hier. Ja, fast wieder. Hinten, das sieht auch okay aus. Wie viel machen wir denn derzeit Gewinn? Doch schon ein bisschen was. Trotz der hohen Ausgaben hier. Nur noch 18 Millionen, noch 17 Millionen, die wir hier ausgleichen müssen.